Was geht ab? YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS17 auf der Nordfriesischen Marsch vierfach zusammen mit dem McManus. Hi Leute. Ja, in der letzten Folge hatten wir das ja am Ende kurz mit den Landwirten. Die sind aber auch, was ich an den Landwirten immer so cool finde, die sind einfach so plump und locker drauf, ne? Die sprechen einfach so frei Schnauze raus. Zum Beispiel, wir sind ja eine Genossenschaft und bei uns sitzen viele Landwirte mit drin und... Ja. Achso, das muss ich hoch machen. Ja, und dann haben wir auch immer... wie nenne ich das? Treffen mit... Keine Ahnung, und da wird halt immer geguckt, was haben die Märkte eingenommen und so. Das wird dann da immer erzählt und alles sowas. Wie nennt man sowas? Ja, ich kann mir vorstellen, was du meinst. So ein Treffen, da wird dann auch immer der neue Vorstand gewählt und alles Mögliche. Und da gibt es auch immer Essen. Und das erste Mal, wo ich da war, wusste ich nicht, dass es da abends auch Essen gibt. Also habe ich nach der Arbeit zu Hause was gegessen und dann sind wir nachher da hingefahren und alles. Und da kam dann auch ein Landwirt zu mir und ich hatte ein Schnitzel auf dem Teller mit Kartoffeln und Soße. Da dachte er, Jung, es ist umsonst. Pack da rein und klatsch mir noch mal so zwei Schnitzel drauf, weißt du? Ich denke mir so, ja, alles klar, dankeschön. Das ist hart. Wir sind voll geil drauf, ey. Ja? Tank auswählen? Jo. Ihr müsst mal alles erzählen. Aber die sölen nicht immer mit Platz zu, ne? Und das verstehe ich ja gar nicht, ey, boah. Ja, ist so eine Sache, weiß ich nicht. Muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Ich tue dann immer so, als wenn ich das verstehe und grinse. Echt? Ja. Musst du mal mit einem Stroh abladen, Strohballen, ey, boah. Der hat mich die ganze Folge, ich habe kein Wort verstanden. Mein Chef, und wie war's? Ich so, keine Ahnung, der hat mich die ganze Folge gesöhnt, ich weiß gar nicht, was er gesagt hat. Ehrlich. Mein Chef, habe ich mir fast gedacht. Unglaublich. Überleg, Mensch, was machen wir mit Stroh, ey? Das schöne Stroh hier auf dem Feld. Ich habe keinen Bock, das alles einzusammeln. Ja, wir brauchen das, aber geht kein Weg da vorbei. Dann lass mich da gleich einsammeln. Ja, wir haben das Feld 15 komplett. Wollen wir das pressen oder was wollen wir da machen? 15. Ja. Ballen reinhauen ohne Ende oder was? Wir können ein paar Ballen machen und ein bisschen machen wir lose. Oh lol, hier steht noch Zeug. Aber wie viel Silage haben wir denn noch? Können wir noch ein bisschen Stroh in den Fermentierer schmeißen? Dürfte voll sein, ich kann aber mal gucken. Können wir nämlich noch ein bisschen Mischfutter herstellen, da müssen wir auch noch Gras hinbringen. Da muss Gras hin, glaube ich. Ja. Stroh muss da auch rein, ja. So, gut. Nächstes Mal können wir den automatisch einsammeln lassen, aber jetzt geht es halt leider noch nicht. Feld 15 lassen wir auf jeden Fall einsammeln. Also Feld 15 wird schon auf jeden Fall entweder die Presse fahren lassen oder den Sammelwagen oder beides. Ja. Das war... Ja, lass mal ein paar Strohballen machen und die liefern, lagern wir ein paar ein bei den Rindern und dann tun wir dort noch einen Gabelstapler oder sowas hin, damit wir die da hinfahren können oder ein kleines Hofding, weißt du, was ich meine? Ja, das ist eine gute Idee. Können wir da immer ein bisschen Stroh hinbringen. Eigentlich keine andere Gülletechnik. Gut, das Fass mit 50k ist wahrscheinlich das größte, ne? Wo ja. Ist denn der links, der... Ja. Warte mal. Du nimmst nicht den Feldrandcontainer eigentlich. Keine Ahnung. Habe ich mir jetzt ehrlich gesagt keine Gedanken drum gemacht. Ja.
probieren. Warning. Was mich wundert. Was wundert dich? Dass hier keine Gülletextur drauf ist. Echt? Also wie er das so aufsprüht oder was? Ich weiß, dass das ja durch die Schläuche ist, aber ich dachte, dass trotzdem Gülle hier auf dem Feld zu sehen ist. Weil das, wo du ja hattest, das hat ja hinten die ganze Zeit so rausgespritzt, ohne diese Schläuchen. Ist auch noch 50k oder was hier? Mal volllaufen lassen hier. Ja. Dauert eine Minute. Eine Minute. Hallo, geile Zeit, Mensch. Ich muss erstmal von dem anderen das noch reinhauen. Sehr gut, der hat abgeladen erfolgreich. Hätte mal Bock auf so ein dieses Gülle-Pack. Ich weiß nicht, wird das Gülle-Pack hier funktionieren? Ich finde das geil, wenn du diese Schläuche legen musst und das alles. Das ganz ehrlich, habe ich gerade drüber nachgedacht. Aber das ist aufwendig wie Sau, ne? Ja, und ich habe mir gerade überlegt, dass man dann mit den Schläuchen vielleicht von unserem Tank bis zum Feldern da was legen kann. Ja. Weil Gülle produzieren wir wie Mist. Ja, Fermentiere ist kein Strom mehr. Nein? Nein. Wir haben auch keinen Strom im Lager, also wir haben nichts. Lager auch nicht? Hatte ich nicht schon was eingelagert? Ach so, ob du jetzt was eingelagert hast, das weiß ich jetzt nicht. Na, im Moment. Also letztes Mal, wo wir darüber gesprochen haben, war nichts mehr da. Wo haben wir es denn? Nö. Nee. 0 Liter sind im Lager. Silage haben wir aber 25.000 Liter im Lager. Und Stroh haben wir 0. Schweinefutter 0. Oder ist das Stroh? Ne, das ist Gras. Das ist Gras. Was anderes Heu. Das sind Strohpellets. Das sind die Stroh. Das ist Stroh. Ne, wir haben kein Stroh. Oh! Sag mal, hast du noch eine Latten am Zaun? Jetzt habe ich mich aber ein bisschen mit erschrocken, ey. Ey, du bist ja nicht dicht, ey. Wenn ich jetzt schwanger wäre, hätte ich das Kind gekriegt. Oh, Alter, du kannst dich doch nicht reinschleichen, übelst da rumniesen wie so ein Ort. Hast du einen Kaffeemix mitgebracht, als Entschädigung? Nein, ich habe gerade dieses Gurkencharge. Alles? Nein, nicht. Boden. Komplett? Er war ja nicht so viel, ne? Nee, aber. Ja, wenn ich Zeit hab. Ich hab. Geht das Headset irgendwann kaputt, kaufst du ein neues. Das schwör ich dir. Was? Kein Brief. Oh. Das ist ein wahnsinnig, ne? Weiberfolge, ey. Ja, ja, das ist. Große Klappe, ey. So, shit hier, Frau Schmitte, ich wollte doch mal was gucken. So. Soll der Meister hier mal anhängen oder was? Eine ganze Palette Schlagersüßtafel ist schon fertig. Echt? Ja. Ja, deine Pfoten weg.
So, mal gucken. Sag mal, wir haben doch jetzt so ein paar Modder bei uns, oder? Weiß nicht warum. Ich muss mal mit Buddha quatschen, ey. Warum, was ist los? Ja, dass man vielleicht unsere. Die Paletten, die. Ja, ich weiß, was du meinst. Dass sie automatisch da weiter runterlaufen. Naja, diese, ja. Mal ein Upgrade geben hier. So. Was machst du denn da? Das fällt jetzt die Grubbern, warum? Der Fend läuft, da ist nichts dran. Ach genau, ich wollte Gülle holen. Da, das müsste ja jetzt voll sein. Immer nur im Alter! Irre, ne? Ist ja schon geil gemacht, ey. Kann man ja sagen, was man will, ne? Sieht so ein bisschen geistermäßig aus. Keiner sitzt da drin, aber die Maschinen fahren, tanken ab, tun und machen, ey. Dieses Curse Play, ne? Wird das eigentlich als Spieler gezählt? Meinst du das? Weiß ich nicht. Wird da so als Spieler gezählt? Also, zum Beispiel, was ich jetzt meine, zum Beispiel hatten wir damals, wo wir mit der Mining das erste Mal damit angefangen haben, da konnte ich ja zum Beispiel nicht abkippen, wo wir das gespielt haben im Multiplayer und nachher, wo wir gehostet hatten, musstest du ja auch immer abkippen und so. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das hat damit nichts. Nee, Nein? nee. Nee, Das ist eigentlich ganz gut. Vielleicht kram ich doch noch mal die Bums ohne aus. Ach, hör auf. Das willst du nicht wirklich, Alter. Arbeiten, nicht rumstehen! Mann! Ich warte hier, bis das Ding voll ist. Jetzt krieg ich wieder Ärger, weil ich mit dem Player Speed rumspiele. Gib für die nussfriesische Masch einen kompletten Curseplay-Ordner. Brauchst du nur runterladen, reinschmeißen, hast du alle Curseplay-Kurse drin. Automatisch schon. Echt? Ja. Warum haben wir das nicht? Wurde für die Dings mal erstellt. Also zum Beispiel auch Kurse wie zu Paletten. Ja, abholen und so eine Sachen. Warum haben wir das nicht? Ja, keine Ahnung. Willst jetzt. Also, Also ganz ehrlich, am Anfang, wo wir noch zu dritt waren, habe ich das für unsinnig erfunden. Aber jetzt sehe ich das ja selber. Wir kommen ja kaum hinterher. Vielleicht sollten wir das mal wirklich benutzen. Können die Leute ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir das benutzen. Wir müssen ja nicht jeden Kurs nehmen, aber zum Beispiel ich sowas habe jetzt wie. einfach heimlich damit wieder angefangen. Ich habe es gemerkt. Aber. Ja. Was meinen denn die Leute? Schreibt mal in die Kommentare. Sollen wir das vielleicht machen, ey? Ja, sicher. Sicherlich mit Cosplay hier in der physischen Marsch. Ja, gibt, glaube ich, Sinn, ne? Ja. Wir nur noch mal anschauen, einsammeln und abfahren, wie das dann. Und das dann kombiniert, ob man dann, ich weiß, wie man einen Abfahrkurs erstellt, ich weiß, wie man einen Einsammelkurs erstellt und dann einfach zwei Kurse macht und diese halt kombiniert. Und ja, weiß ich auch noch nicht. Muss noch mal, aber Mittwoch Livestream bringt Ernüchterung. Der war übrigens am Mittwoch. Der schon die Freitagsfolge. Also da weiß ich es wahrscheinlich schon. Aber ihr könnt es trotzdem mal in die Kommentare schreiben.
Wie man, wenn ich jetzt zum Beispiel Stroh möchte ich einsammeln lassen, weiß ich, wie ich es mache. Nämlich einfach, kann ich ja vom Drescher den Kurs nehmen, weil der soll ja quasi dieselbe Bahn wie der Drescher abfahren, weil da liegt das Stroh, ja, easy. Aber wie lasse ich den Stroh jetzt zum Beispiel automatisch abfahren? Der ist jetzt voll. Jetzt will ich, dass der abfährt. Müsste ich da einfach so einen Abfahrkurs erstellen? Warte mal, ich könnte mir vorstellen. Also in den Container, den ich vorher hatte, passte mehr rein. Sind da jetzt drin? 44.000. Und in Lol, den echt? Anderen passen 50.000 rein. Okay. Trotzdem Wahnsinn, wie lange das dauert. Ohne Scheiß. Ja, aber gut, meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.